Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dying Light. Ja, wie in der letzten Folge angekündigt, werden wir uns jetzt erstmal auf den Weg in Richtung Umspannwerk machen und das Ganze wieder in Betrieb nehmen. Und zwar das östliche Umspannwerk müssen wir noch in Betrieb nehmen. Und ja, damit wir allgemein mal wieder Strom bekommen, da werden wir uns jetzt mal auf den Weg machen, werden alle möglichen Zombies auf dem Weg töten, werden einsammeln an Loot, was letztendlich einfach nur möglich ist. Werden ein bisschen durch die Gegend springen. Ja, das ist schon mal gut. Gehst du wieder auf? Man muss ein bisschen aufpassen, die Zombies, die erheben sich auch gerne mal wieder. Also, da ist Vorsicht geboten, gerade wenn die so komisch da liegen. Allerdings, das war jetzt eine, die war wirklich komplett tot. So, kommen wir hier denn irgendwo noch hin? Aber ich glaube nicht, das ging Gott sei Dank. Ja, wir laufen mal schnellst wirklich dahin. Wenn wir irgendwie was Interessantes finden sollten an Kisten oder an Gräberkäben beispielsweise. Oh, da ist ein Spucker. Mittlerweile, da wir die jetzt freigeschalten haben, kommen die jetzt auch in der normalen Welt vor. Das war ja vorher nicht der Fall. Bei denen ist wirklich Vorsicht. Lass mal hier durch, meine Dame. Bei dem ist dementsprechend Vorsicht geboten, da die doch relativ anstrengend sind und wirklich auch gut Schaden an mir machen, wenn sie mich denn treffen. Allerdings Ausweichen ist natürlich immer eine Option in dem Spiel. So, hier ist relativ gerade wenig los. Na, schade, den kriegen wir nicht auf. Für einen großen. Man hört es immer, wenn er. Da ist er. Wenn er seine Waffe hinter sich herschleift, ist meistens so ein. Kriegt das denn nicht auf? Geht dann halt nicht. Boah, da hinten ist das Umschwimmwerk, beziehungsweise hier ist es. Relativ gut besucht, das Ding. Boah, da kommen noch mehr angerannt. Hallo. So. Zombie 1. Metallteile, okay. Oh, auch noch hin. Hat sich gerade so angehört, wie wenn hier einer mit einer Gasflasche auf dem Rücken explodiert oder am explodieren ist. Boah, was ist mit dir kaputt? Erschreckt die Leute nicht so. Okay, hier sollten wir halbwegs sicher sein. Wir machen erstmal die Kiste auf. Erstmal ein bisschen looten. Wir müssen sowieso, wenn wir oh! Elektroschneiderentwurf. Geil! Neue Waffenmodifikation freigeschalten. Sehr schön. So lasse ich mir das gefallen. Halt! Wir hängen fest. Halb auch immer. So, Mullen nehmen wir mit. Halt, da ist der Schalter. Okay, das war gut, easy. Alfie. Eins ist noch übrig. Oh. Das ist schon markiert. Ah ja. Ja gut, das ist jetzt das, wo schwierig wird. Da sind nämlich extrem viele Zombies. Das kenne ich noch. Das habe ich früher gehasst wie die Pest nämlich. Das wird komplizierter werden auf jeden Fall als das jetzt. Ah, wir haben schöne neue Waffenmodifikationen. Das ist schon mal was wert. Okay, ja, dann gehen wir direkt dorthin. Machen gleich die Quest erstmal weiter. Beziehungsweise wir könnten. Ja, springen wir hier rein. Jetzt nochmal mit den Häusern hier. Hier ist aber relativ viel. Boah, hier ist. Sind ja so viele Zombies. Gut, wir sind in der Zombie-Apokalypse. Aber wieso so viele? Irgendwo in einem dieser Häuser liegt eine Pistole. Mit 100%iger Sicherheit. Ich weiß nur nicht, ob es noch einen Strandabschnitt gibt. Hier ist es nämlich anscheinend nicht, weil hier kommt man in dieses Häuschen kommt man nicht rein. Cooler Käfig auf dem Dach auf jeden Fall. Boah, okay, schräges Dach ist schlecht zum Hochklettern. So, da wäre eine Kiste, aber das sind mir zu viele Zombies. Das lohnt sich einfach nicht. Oh, ist es... Ich glaube, ich habe dieses Häuschen gefunden, wo die Pistole drin ist. Ja, da liegt sie. Deutsche 9mm Pistole. Deutsche Qualitätsarbeit. Den Alkohol hätte ich auch noch gerne. Haben wir noch was zum Durchsuchen? Die Tür können wir wieder zumachen. Das war's. Damit haben wir unsere erste Schusswaffe letztendlich. Und das ist das Haus, was ich die ganze Zeit gesucht hatte. Schade. Bisschen dran vorbeigelaufen sind wir. Ich habe hier unten habe ich gesucht. Nur das Haus haben wir komplett ausgelassen. Also in dem Haus, wie gesagt, findet man halt die 9mm Pistole. Die ich von Anfang an eigentlich haben wollte. Und jetzt dann erst in Folge, boah, was ist das, 13, 14 oder sowas müsste das, glaube ich, jetzt sein. Erst leider finde. Bin jetzt bei der Hauptstation, Alfie. Finde die Hauptschalttafel. Sie ist in einem der Gebäude. Ja, wie man sieht, hier ist ein bisschen mehr los. Da brennt schon der erste Zombie. Das heißt, es wird jetzt relativ interessant. Wir müssen zu dem Gebäude da vor uns. Das weiß ich noch, weil ich hier 10-mal gestorben bin, wo ich das ganze Spiel schon mal gespielt hatte. Weil es wirklich sehr, sehr viel los ist. Komm,
und kletter den blöden Mast hier hoch. So, sehr schön. So, die Zombies, ihr sieht man, es ist so eine Art Sammelpunkt für die. Die werden leider hier auch reinkommen dementsprechend dann später, glaube ich. Oder es kommen diese Nacht-Zombies dann auch. Das wird hier noch relativ heavy werden, das Ganze. Wird sich, glaube ich, auch nicht vermeiden lassen. Das ist nämlich Teil der Quest. Ja, wir können hier pennen. Haben wir irgendwas Sinnvolles in der Nähe? Oh ja, hier. Eine Nachricht. Und da ist der Schalter. Ich glaube allerdings, wenn wir den jetzt auslösen, wird es relativ abgehen. Während des Tages nicht verfügbar. Genau, da haben wir nämlich das Problem. Den können wir nämlich nur während der Nacht auslösen. Wir können uns jetzt dann hier schlafen legen, glaube ich, oder? Geht das nicht mal? Nein, ich muss ja während der Nacht sogar her. Das ist ja scheiße. Oh, Kacke. Okay. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir uns hier schlafen legen können. Nur während der Nacht verfügbar. Hm, das sind nämlich eine dieser Quests, wo man dann nachts nur dementsprechend her kann. Was es nicht einfach macht, das Ganze. So, die Dinger müssen noch aus sein. Das heißt, ich kann mich momentan, glaube ich, noch auf die... Ja, kann ich noch draufstellen. Wenn die dann später anziehen, diese Generatoren, kann ich mich da nicht mehr draufstellen. Weil die einfach... Oder ich dann Elektroschaden bekomme. Das macht es alles nicht einfach. So, wir springen einmal hier lang, hier lang, hier lang und wieder zurück. Gut, dann müssen wir hier nachts hin, beziehungsweise ich gehe hier hin, sobald es ein bisschen dunkler wird. Momentan haben wir ja noch taghell, das heißt, wir werden jetzt einmal den Tag dazu nutzen. Ja, wir werden looten gehen, würde ich mal sagen. Müssen wir sowieso? Vielleicht finden wir hier unten was Interessantes. Oh, da ist auf jeden Fall... Da ist ein Event. Ja, komm. Nein, nicht noch einer. Einer hat doch gereicht. Was das? Hätten Sie mir den Kopf abgerissen. Ja, der war schon dabei. Er hat schon mal ein bisschen geklappert. Belohnung Kreuzritter, sehr schön. Waffen-Upgrade, das wir bekommen haben. Wir looten logischerweise auch. Ja, wie gesagt, dann werden wir die Folge leider dazu nutzen müssen, erstmal zu looten. Oder haben wir irgendeine andere Quest in der Nähe, was wir noch machen könnten? Eigentlich erstmal nicht. Wir können höchstens zu dem Safehouse hier noch gehen. Na komm, dann gehen wir mal dahin. In der Richtung, was wir an Loot auf dem Weg finden, nehmen wir dann dementsprechend nur mit. Ah, das ist schneller sogar. Lauf, Forest! Toll. Rechts von mir war ein großer. Ja, das Problem mit diesen schnellen Zombies, denen zu entkommen, ist relativ schwierig. Jetzt hat er wieder die Fährte. Vor allem, wenn meine Ausdauer dementsprechend weg ist. Das Beste ist wirklich, wenn man dementsprechend über Dinge drüber klettert. Jetzt hat er mich verloren. Sehr schön. Wir gehen einmal weiter in Richtung Safe Spot. Komm hier hoch. Ah, ich hätte eigentlich... Das. Na komm. Da rein. Vielleicht finden wir hier was Sinnvolles. Körbchen. Alkohol. Ja, Alkohol ist gut. Gerade um Molotov-Cocktails zu bauen oder eben Verbände zu bauen. Stromkabel würde ich auch nehmen. Oh ja, Elektroteile nehme ich auch, beziehungsweise Handy und Stromkabel. Das ist ja... Das war ja Paradies, der Schrank. Plastikteil brauchen wir nicht unbedingt. Okay, weiter geht's. Na komm, die Kasse. Ein bisschen Kohle ist nie verkehrt, gerade wenn man sich neues Zeug kaufen möchte bei den Händlern. Na komm. Gott, das ist ganz da oben oder wo? Tatsächlich, auf der anderen... ganz da hoch, okay. Oh, und... Ein Gräberkit. Oh, und ein neuer Funkturm. Benutze... Okay, wir können den Turm einschalten. Aber hier ist ein Gräberkit. Ich hätte gern ehrlich gesagt noch schnell das Gräberkit mitgenommen, wenn es schon mal halbwegs in der Nähe ist. Also ich meine, besser als nichts. Schauen wir mal, kommen wir da hin? Oh ja, da kommen wir hin. Ja, das war die falsche Taste. Ich wollte hier rein. Und zwar, wir nehmen einmal die deutsche 9mm, nehmen wir anstelle von dem Hammer. Wir haben ein bisschen Munition, glaube ich, haben wir. Hoffe ich, dass wir Munition haben. Noch ist keiner von Rais Männern da. Problem ist,
momentan eigentlich nur hier, aua, hier runterzukommen. Wir nehmen mal ein Medikit. Keine Zombies in der Nähe, geil. Krebaket, mach auf. Schnell, bevor irgendein Zombie kommt. Sehr schön. Normalerweise nehme ich, wenn das Problem ist, wenn diese Gräberkette, wenn man zu lange braucht, stehen Raismänner um dieses Paket rum und die Hälfte fehlt dann bereits. Und man muss die Raismänner logischerweise halt dann dementsprechend auch töten, da hier aber gerade wirklich gar kein... Ah, das kriegen wir nicht auf. Machen wir noch schnell bei Autos auf. Wir haben noch relativ früh am Tag. Also ich habe jetzt noch keine Anzeichen, dass es hier dunkel wird. Ah, da hinten sind die ersten Zombies. Ja, der ist schon aufgebrochen. Da wäre ein Polizeiauto, da stehen allerdings auch wieder drei Zombies rum. Der ist auch schon aufgebrochen. Ne, wir gehen hoch. Okay, dann aktivieren wir die Antenne letztendlich. Dann haben wir noch was Sinnvolles getan und den Safe Point können wir, oder das Safe House können wir auch gleich noch aktivieren. Ja, meine Ausdauer ist gleich wieder weg. Ich komm, kletter da drüber. Müssen wir nicht mit jedem einzelnen Zombie anlegen. Ich kann sie sowieso nicht alle töten, auch wenn ich es versuche. Ein Dicker. Voll. Okay, erstmal die Kleinen. Für den Dicken könnte man... Ja, wir nehmen auf jeden Fall das Excalibur. Wir haben noch Wurf-Armee-Messer, die wir hätten. Wir haben Monotiv... Wir haben 16 Alkohol. Wir haben Monotiv-Cocktails, haben wir. Pistolenmunition. Haben wir eine, so wie es aussieht. Ich habe gar keine Molotov-Cocktails mehr. Boah, wie sieht denn hier aus? Ah, da kommt der Dicke angerannt. Haben wir irgendwas, wo explodieren kann? Leider haben wir nicht mal irgendwas zum explodieren lassen. Hallo, mein Freund. Einen einzigen Schuss haben wir für die Pistole. Der brennt ja nicht mal. Ja, das dauert jetzt wieder. Das Problem ist, wenn wir hier nichts haben, was, wo wir explodieren lassen können. Die Ausdauer aufladen. Ey, hier ist echt gar nichts. Schade. Brauchen wir dementsprechend lange. Selbst mit dem Ex. Au. Hinter mir waren fast. Scheiße. Das darf natürlich nicht passieren. Die Zombies können, wie man gerade sieht, können sich übrigens auch selbst gegenseitig weghauen. Ich glaube, mein Excalibur-Schwert ist schon so im Arsch. Das ist gar nicht so ein Trick, oder? Ich nehme mal den Baseballschläger. Wobei, das verliert das Haltbarkeit? Das ist ja halt die Frage. Ich hasse diesen Riesen. Es ausweichen ist jetzt nicht das große Problem, wie man sieht. Der hat aber. Der hat Ausdauer. Ich würde ja noch einen Monotiv-Cocktail werfen, aber der erste hat schon rein gar nichts bewirkt bei ihm. Zweimal erwischt. Zweimal erwischt. Ausdauer aufladen. Ja, wir sind halt momentan im Level noch ein bisschen scheiße. Alter! Das gibt's nicht! Ja, jetzt würde ich mir eine schöne, bessere Waffe wünschen. Ich glaube, das ist Kalibur, ist einfach nur im Arsch. Was denn? Endlich! Alter! Ich hasse diese Riesen. Wo kommt der denn her?
denn her? Respawn oder was? Da, noch einer. Cool, man dreht sich um und schon erscheinen Zombie. Das ist ja hier wie im schlechten Horrorfilm. Kämpfen! Jetzt wird's heavy gerade. Okay, wir müssen mal schnell die Waffe reparieren. Das bringt so nichts, wenn ich auf die Weide einschlag. So, drei Stück. Wollen wir doch wohl umkriegen. Hau ab. Ah, gibt's nicht. Komm, nimm mal einen Verband. Ich stell mich aber auch gerade an. So. Mir fehlen noch die. Das sind normale, stinknormale. Jetzt reicht's aber. Ruhe ist. Arschlöcher. Gibt's ja gar nicht. Boah, wo ist dieses blöde Ding? Jetzt reicht's aber hier mal. Also so langsam. Wenn ich sauer bin, dann sollte man sich lieber nicht mit mir anlegen, meine Freunde. So. Hier ist nichts. So, wir müssen nach oben das Ding komplett, um das Ding komplett zu aktivieren. Das heißt, wir werden jetzt wieder klettern müssen. Hallo? Häng fest. Cool. Okay, das war jetzt unbeabsichtigt. Ich hing jetzt irgendwie hinter der... Wieso hing ich hinter der Leiter fest? Keine Ahnung. Okay, wir müssen jetzt einmal komplett nach oben, um diesen Funkturm zu aktivieren. Funkturm aktivieren hat folgende Bewandtnis. Und zwar die im, ja, im Hochhäuschen und Rais leider im Moment noch. Freuen sich darüber. Wir kriegen, glaube ich, sogar Erfahrungspunkte, wenn wir die aktivieren. Und wir finden auch das ein oder andere Item oder die ein oder andere Waffenmodifikation. Oh, hier ist der Save Point. Oder wir schalten den Save Point beispielsweise frei. Wenn wir ganz nach oben geklettert sind. Komm, mal lang. Ja, denn damit kann man letztendlich die Funkkommunikation wieder verbessern. Und, nee, Strom nicht. Strom macht man in der anderen Mission, aber man kriegt besseren Funkkontakt nämlich wieder hin. So, wo geht's jetzt lang? Da lang. So, dann geht's hier rüber. Dann können wir von außen hochklettern. Ein bisschen höher müssen wir nochmal. Zieht's oben rechts an der Karte beispielsweise. Zieht man dann, ob wir noch höher müssen oder nicht höher müssen. Wir müssen noch ein Stückchen höher. Halt von hier. Auf die andere Seite. Von hier auf die Seite. Und dann sind wir, jetzt sind wir oben. Sehr schön. So. Bingo. So, wir können mal schnell die Aussicht ein bisschen genießen. Und zwar, man sieht hier die Brücke, die haben sie letztendlich gesprengt, sodass halt hier keinerlei, keine Leute mehr von Inseln kommen können. Hier unten ist noch ein großes Lager, da werden wir später noch vorbeikommen. Das Seil können wir jetzt nach unten rutschen. Es ist immer noch extrem hell. Wir müssen halt warten, bis es dunkel wird, damit wir dementsprechend weiterkommen. Beziehungsweise, wir könnten uns schlafen legen bis zur Nacht. Ich würde aber gern schon dort sein in diesem Umspannwerk, wenn dementsprechend es erst dunkel wird, weil dann haben wir das, den schönen Vorteil, damit wir uns nicht mit diesen Nachtschattenjägern rumschlagen müssen. Aber man sieht, das Gebiet ist halt wirklich riesig. Hier hinten müssen wir hin, hier ist das Umspannwerk. Hier ist der eine Tower, wo ist der Rais Tower? Dahinter, oder? Ja, da ist Rais Tower, das ist unser Tower oder unser Hochhaus und hier hinten ist Rais Tower. Hier haben wir den Bahnhof, also die Welt ist schon relativ groß. Und es geht ja danach noch weiter. So, wir gehen jetzt erstmal, gibt nur das eine Seil, oder? Ja, tatsächlich. Okay, wir müssen hier direkt nach unten. Das war ein... Gott sei Dank war da Müll. Ja, das geht übrigens, man kann von einem Gebäude runterfallen, was extrem hoch ist. Wenn man im Müll landet, überlebt man das Ganze. Ich würde es im wahren Leben nicht ausprobieren wollen, aber hier funktioniert das auf jeden Fall. So, wir markieren uns mal die... Was haben wir hier? Ziel. Ah, das scheint der nächste Turm zu sein, der nächste Funkturm. Wir gehen jetzt aber mal wieder in Richtung des Umspannwerkes, denn so langsam wird es dunkel, Gott sei Dank. Nehmen vielleicht noch das eine oder andere mit. Das hat Gott sei Dank funktioniert. Also klettern kann der Kerl. Respekt. Oh, ein Handy ist sehr schön.
Die können wir auch notfalls, also wenn ich da zu viele davon habe, irgendwann mal, können wir die auch verkaufen. Die bringen relativ gut Kohle, weil die halt doch eigentlich relativ selten sind. Aber wir finden die auch häufig. Also beschweren kann ich mich nicht. So, ja. Nehmen wir gerne mit. So, hier auch wieder rein. Man ist nur dann kurz gescannt. Na, da ist Elektrofalle. Kurz gestunt, wenn man da reinfällt. Oh, da ist ein Händler. Halt, den habe ich beinahe übersehen. Der müsste oben auf dem Dach, glaube ich, sein, oder? Ja, da ist er. Servus. Was hast du im Angebot, mein Freund? Du hast Stromkabel auf jeden Fall. Das kaufen wir definitiv. Batterie eher nicht. Ein Baseballschläger können wir uns leider noch nicht leisten bzw. kaufen. Schwere Hauaxt. Die hat allerdings Handling. Extrem mies. Simple Hacke. Ja, noch ganz cool. Messer ist auch scheiße. Kann ich dir irgendwas verkaufen? Oh, Nägel. 40 gibst du mir für Nägel. Komm, du kriegst alle, mein Freund. Nägel finde ich, glaube ich, relativ viele. Brauche ich auch im Moment nicht. Den Rest behalten wir mal. Wir haben 7000 im Moment. Das reicht mir eigentlich. So, wie gesagt, wir gehen zum Umschwerwerk. Das sehen wir allerdings dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Gefällt mir da lasst. Ihr könnt mir auch mal einen Kommentar dazu da lassen, wie ihr Dying Light allgemein so findet. Dying Light 2, wenn es denn rauskommt, nächstes Jahr leider dann erst, wird es auf meinem Kanal auf jeden Fall sein. Denn ich finde, das Spiel ist einfach mega geil gemacht. Es ist eins der besten Zombie-Spiele, die ich je gespielt habe. Und ich habe eine ganze Menge gespielt. Und ja, eins meiner Lieblingsspiele auf jeden Fall. Und ich spiele es auch gerne ein zweites Mal durch. Ich habe es ja bereits durch, aber ich spiele es auch gerne ein zweites Mal durch, weil es wirklich nicht schlecht ist. Okay, das war's für die Folge. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge.